hallo miteinander. Das ist, ich bin der Björn von Audiofernsehen in Deutschland. Ich bin hier mit Stefan Lindler, dem Produktmanager von Celemony. Und er wird uns heute Melodyne, der Editor, noch ein bisschen näher vorstellen und auch noch das Update von Melodyne im Detail ein bisschen erklären. Okay. Für die, die Melodyne noch nicht kennen, vielleicht kurz erklärt. Melodyne ist ja seit einiger Zeit schon das Tool zur Vocalbearbeitung. Wir machen also Pitch-Korrekturen, Timing-Korrekturen, kreative Umgang mit Vocals, zweite Stimmen erzeugen und solche Sachen. Und wir haben vor kurzem ja den Melodyne Editor vorgestellt, das erste Produkt überhaupt, mit dem man solche Sachen jetzt auch in Polyphonen-Material machen kann. Also Gitarrentöne verändern, im ganzen Akkord nur einen Finger verändern und solche Sachen, das mit keiner anderen Software geht. Das gibt es seit kurzem, seit November, und jetzt sind wir hier heute auf der Frankfurter Musikmesse und haben das erste Update zum Melodyne Editor auch mitgebracht. Das verbessert grundsätzlich die Performance. Wir haben auf unsere User gehört, was die so als erstes Feedback zur ersten Version hatten, haben einige, kann man sagen, Kinderkrankheiten verbessert und verändert, haben bei der Gelegenheit auch noch andere Sachen nachgereicht. Zum Beispiel haben wir nochmal deutlich die Klangqualität gesteigert bei Monophon-Sachen. Ja. Also das hat jetzt nichts mit der DNA-Technik allgemein zu tun, sondern mit dem Haupteinsatzgebiet von Melodyne ist ja nach wie vor auch Vocals, und da konnten wir also auch nochmal einiges rausholen. Was war denn so das Hauptfeedback von den Anwendern, sagen wir, die letzten 4 Monate? Also grundsätzlich ist natürlich sehr positives Feedback. Die Leute mussten ja auch lange drauf warten. Wir haben die Technik als solche ja schon vor einiger Zeit auch hier in Frankfurt angekündigt, und es hat dann ja doch gedauert bis zum ersten Produkt. Das kommt aber dann entsprechend gut an, und es ist für uns auch ganz spannend zu sehen, wie es eingesetzt wird. Also es ist hier eine sehr persönliche Sache, für welche Sound ich das verwende und was ich genau damit mache. Und das ist spannend zu sehen für uns. Die ersten Platten sind jetzt draußen, wo es eingesetzt wurde. Was uns natürlich auch freut, das dann zu sehen, wer so damit arbeitet. Gibt es da so einen Trend, wo Sie jetzt, sagen wir, viel Gitarrenbearbeitung oder viel Klavierbearbeitung oder irgendwie einen Trend, den Sie sehen konnten, wo das jetzt gerade als erstes am meisten benutzt wurde? Das kann man, nee, würde ich so nicht sagen. Also nach nur 3 Monaten da von einem Trend zu sprechen. Also wir wissen jetzt von einzelnen Künstlern, hier die letzte Peter Gabriel-Platte zum Beispiel wurde intensiv damit gemacht. In dem Fall waren es dann Bläserarrangements. Okay. Die Platte ist ja bekannt, ist ja sehr, sehr viel Stimme plus Bläser oder andere Sachen. Da wurde viel gemacht. Also sozusagen auch genau die Anwendung, für die Melodyne Editor in erster Linie auch gedacht ist. Also sprich einzeln aufgenommene Instrumente im Nachhinein noch ein bisschen zu verbessern. Wir wissen aber auch von Usern, die es für Live-Aufnahmen verwendet haben, um Übersprechungen zu reduzieren. Das ist eigentlich gar nicht das, wofür es in erster Linie gedacht war, aber es funktioniert wohl auch. Also Übersprechung heißt Übersprechung von anderen Instrumenten, sagen wir. Genau. Ich nehme eine Akustikgitarre oder eine E-Gitarre über einen Verstärker auf und habe vielleicht noch Schlagzeug drin. Genau. Wie würde man das zum Beispiel machen? Also jetzt sehr konkret, aber was wäre das so der... Was wäre die Herangehensweise? Die Herangehensweise ist ja die, dass man immer alles, was auf der Spur aufgenommen wurde, sieht man ja in Melodyne. Und Melodyne macht es ja so, dass es in dem aufgenommenen Material nach den Tonhöhen sucht. Ja. Also erkennen kann, welche Töne wurden gespielt. Es kann natürlich nicht sehen, wie viele Musiker waren beteiligt oder so. Und die einzelnen Töne werden einzeln aufgeschlüsselt. Und wenn dann Töne dabei sind, die ich gerne weghaben wollte, dann mache ich die einfach weg.